zeige ich euch jetzt mal ein cooles Getränk. Also hier in diesen Filter kommt das Kaffeepulver rein, dann in den Filter. Und dann wird er hier unten drunter gehangen, unter diese Flasche, unter diesen Gummi hier. Dann kommt er hier rein und dann wird das Wasser, also ich nehme Mineralwasser, wird dann 24 Stunden im Kühlschrank aufbewahrt und da lösen sich ganz langsam die Stoffe aus dem Kaffee raus. Und zwar nur diese guten Stoffe, weil diese Bitterstoffe lösen sich immer nur, wenn man heißes Wasser über den Kaffee drüber schüttet. Und das macht es bei einem Kaltgetränk nie. Und deswegen schmeckt er leicht süßlich und hat überhaupt keine Bitterstoffe. Wenn man jetzt so eine Flasche nie hat, das Kaffeepulver hier rein und das Wasser drauf oder Mineralwasser. Und wenn man dann fertig hat, kann man das einfach durch einen Porzellanfilter, wie es die Frau Melitta mal erfunden hat, durchfiltern und man hat auch diese Kaffeereste nie in seinem Kaffee drin. Oder man nimmt eine French Press oder Bodenkanne, tut das Kaffeepulver hier rein, Mineralwasser drauf und tut nach 24 Stunden den Stempel runterdrücken und kann das dann auch genießen. Mit Zitrone und Limetten kann man das zum Beispiel trinken und noch einen Eiswürfel drin. Und man kann das auch mit Tonic, was sozusagen nie so süß ist. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.